herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Yay! Wir haben letzte Runde die neunte Schwester nach drei oder vier Versuchen, glaube ich, endlich gekickt. Oder gekillt. Habt ihr was gesehen? Aufpassen! Wir können ihn nicht stoppen! Es ist schwer, an ihm dran zu bleiben! Ja, ich hatte gerade keine Macht. Die neunte Schwester war an sich leicht, aber die unblockbaren Skills waren richtig, richtig krass. Wohin gehst du denn? Hier waren wir doch schon. Habe ich wieder verpasst? Wookie-Behausung. Eins waren die Schattenlande voller Wookie-Dörfer, die friedlich mit ihrer natürlichen Umgebung koexistierten. Die Verheerung des Vrossir oder so ist ein bedeutender Aspekt der Wookiee-Architektur und nicht die Verheerung, sondern die Verheerung. Oh, was? Was war das denn jetzt? Was ist los bei dir? Spawn doch nicht einfach so. Bitte, stimmt. Alter. Entschuldigung, nochmal bitte. Alter, was ist mit dir verkehrt? Ich lese hier gerade und dann plötzlich tauchst du auf. Junge. Soll ich dich runterschmeißen? Nee, das ist gemein. Ich töte dich. Ich glaube, töten ist humaner oder mit einem Lichtschwert schnetzeln ist, glaube ich, humaner, als dass sie jetzt irgendwie da endlos in die Tiefe stürzen und ertrinken. Na, muss ich hier eigentlich hin? Ja, ich mach's jetzt zurück, ne? Ja. Na gut. Oh. Ich könnte auch hier hingehen. Bitte, hilf mir bitte. Aber ich will wissen, ob ich wirklich mehr. Bist du, Eli? Jetzt reicht es mir. Der war nice. Gut. Ja, gefällt mir. So, jetzt werde ich mal schauen, was hier unten ist. Ah. Oh, eine Kiste. Interessant. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Was ist es, BD? Lichtschwertschalter, Leidenschaft und Stärke Nummer 47,5. Achso, der weiß schon, dass ich komme. Hab dich gefunden, Eindringling. Mhm. Deine Abwehr ist ziemlich gut. Danke. Hey. Ich beobachte. Naja, anscheinend hast du mich nicht genug beobachtet. Sonst wüsstest du, dass das ein sinnloses Unterfangen ist. Ah, genau, jetzt. Ja, jetzt ist der Aufzug auf. Ja. Dude. Was ist das denn jetzt wieder?
Nähert euch dem Ziel. Ah. Hab ihn gefunden. Er hat zu viel Angst. Oh. Erfasse Ziel. Sie können dich nicht besiegen. Ich kann es. Na dann. Hau rein. Erleben. Jetzt kann ich nämlich auch daran. Hey BD, schieß dir mal an. Der muss ja jetzt auch dahin gehen. Zeig mal, was du gefunden hast. Mantis, Lackierung, Kopfgeldjäger. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Nee, das sind ja keine Kopfgeldjäger. Ich wäre beinahe da reingefahren. Wohin gehe ich eigentlich gerade? Nach hier. Genau, hier jetzt. Geradeaus weiter, dann darüber, dann da und dann, das müsste eigentlich, oder ich gehe wieder hier hoch, also jetzt da rechts, dann hoch, dann da und dann fahre ich einfach zurück. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Oh, warte mal. Oh nein, da ist ein Wookie. Der Wookie starb an Giftdämpfen. Das Imperium vergiftet den Planeten. Wie komme ich jetzt wieder? Kann ich die ziehen? Verdammt. Slow Motion. Nice. Ah, oh, wie bescheuert. Sie sind wieder da. Na dann. Du wirst nicht überleben. Ah! Oh. Halt dich im Auge. Schaffe Blendgranate. Er ist verwundet. Er ist so gut wie erledigt. Ah! Wirf mir einen Stint zu. Noch ein Stim! Lass mich nicht entkommen! Ziel getroffen! Du machst mir keine Sorgen! Kannst jetzt nicht alle aufhalten! Ich ziele! Oh, die sind schon echt gut. Brauche Unterstützung! Oh, hab einen Fehler gemacht! Das wird ein Kinderspiel. Ich schieße jetzt. Dranbleiben. Los, vorrücken. Er bewegt sich. Erlege Ziel. Oh Gott. Du entkommst uns nicht. Der weichst du nicht aus. Du machst mir keine Sorgen. Ja, klar. Du kannst die Brut nicht aufhalten. Die Brut?
Oh Mann. Das ist ja um die Ecke einfach, weil er so in diesen Charge kommt, so ein Scheiß. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, also, alles umsonst. Aber wir hatten Spaß. Ihr wisst es nur nicht. Entschuldigung. So. Gut. Aber ja, die beiden sind echt mies. Also. Habt ihr das gesehen? Ja. Jedi, mit Bedacht. Jetzt schalten. Ich sollte mich zurückziehen. Eigentlich. Ah, deswegen. Hey, ich hab Ziegel gedrückt. Zu früh. So, jetzt auch. Also. Ob hier jemand herum? Hab dich. Mhm, ich dich auch. So. Ich brauche Hilfe. Pures Glück. Ich fühle mich schwach, BD. Wieder normal. Nee, das war nicht gut. Das war gar nicht. Jetzt habe ich zwei verschwendet. Dammit. So, oh Mann. So, mal schauen, ob die beiden wieder da sind. Nee. Okay, die sind nicht immer da, aber... Hauptsache ist, ja, ich habe meine Erfahrung. Oh Mann. Ich hätte die, also einen hab ich ja geschafft und den zweiten, der war glaube ich bis, ja, hatte nur noch knapp die Hälfte vom Leben. Ja, aber irgendwann, ich wette, die kommen nochmal irgendwo. Oder andere Kraftgeldjäger. Aber die waren echt gut. Da muss ich zugeben.
Okay, niemand da. Ist ein bisschen seltsam. Wieso ist niemand da? Da drüben ist eine Box. Wieso sind die nicht draußen? Hey, BD, siehst dir mal an. Oh, du hast was gefunden. Honcho, Regenwald. Ja, na gut. Da wir jetzt wegfahren. Ich habe mich hier gar nicht umgeschaut, ne? Nicht wirklich. Oh. Du wolltest gerade weg, aber... Gehen wir hier entlang, BD. Danke, BD. Aber wir schauen gleich da. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Okay, BD. Was ist es? Sundaridorn. Nope. Der Schwarze ist am coolsten. So, wo wolltest du gerade hin? Vielleicht wollte er einfach das hacken und ist einfach blöd gelaufen. So, ist da drüben was? Ah, er ist so. Karl ist ein bisschen Pantomime, ne? So, oh je, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datomir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Ach, da oben. Aber es ist gefährlich. Da oben rechts war. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also... Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! Oh Mann. Also, Kerl ist in der Hinsicht so ein Teenie, das ist so unglaublich. Ah, was für... Okay. Karl erfährt, dass er Sir gelungen und verschwiegen hat, dass ihr einziger Padawan-Triller die zweite Schwester ist. Als Sir von Imperium gefoltert wurde, war sie gezwungen, Triller zu verraten. Das Imperium nahm Triller daraufhin gefangen und machte sie zu einer Inquisitorin. Zutiefst bestürzt nutzte Ciri die dunkle Seite der Macht, um zu entkommen. Aus Angst der Dunkelheit noch einmal nachzugehen, schwor Ciri die Macht nie wieder zu nutzen. Ja, also das mit dem Verraten ist krass, aber ich meine, die wurde gefoltert, das Imperium hatte ja extra so ein Folterroboter entwickelt, der ultra heftig war. Ja. Aber ich glaube, sie wusste gar nicht, dass die zweite Schwester wirklich Triller war. Glaube ich. Das ging ja schnell. Weil sie war auch super überrascht, als wir gesagt haben, ja, dass die zweite Schwester Triller ist.
Aber nichtsdestotrotz. Vor allen Dingen dieses von Karl gerade, so dieses Augenverdrehen und zurücksitzen, also zurücklehnen. Und dann. Ja, das ist so unglaublich typisch Teenie-Verhalten. Na egal. Material. Oh, wir können auch mal schwarz nehmen, ne? Schwarz-Gold. Gut. So, ja, wir wissen, wie es jetzt aussieht. Wir haben ja nicht die Farbe geändert. So, meditieren müssen wir jetzt eigentlich nicht. Weil wir ja... Aber, da oben war das Känguru, Hasenohren, was weiß ich, Viech drin. Voll gut. Na du. Bin beschäftigt. Gar nicht. Du stehst nur hier und wartest, bis ich hier sage, es geht nach Dathomir. Dathomir. Entschuldigung. Dathomir. Als nächstes geht's nach... Dathomir. Da bin ich mal super gespannt. Hat jemand vorhin auch dieses Geräusch gehört? Ich habe nichts gehört. Aber meine Meditation lässt mich viele Ablenkungen ausblenden. Ich weiß nicht. Das ist kein Geräusch, das die Mantis macht. Außerdem kam es irgendwie von innen. Ein blinder Passagier? Der müsste ziemlich klein sein, Grease. So groß ist das Schiff auch nicht. Vielleicht? Möglich? Ich vermisse neuerdings auch Lebensmittel. Es riecht komisch. Riechen Dendroiden? Nicht, dass ich wüsste. Essen tun sie jedenfalls nicht. Ich werde das untersuchen. Sobald ich was finde, sag ich's ihnen. Unbedingt. Ich weiß, wer das ist. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Okay. Setzen wir uns. Dathomir. Ja, es war sehr dunkel, aber sehr interessant. Das Schiff, also so schwarz-weiß-rot, so sieht schon sehr schön aus. Im Schiff, drinnen, ich habe Wände, ich habe Jedi, alles gut, ja. Hey Kerl, du und sie, ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, sie glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Wo ist sie? Was? Ist das eine Fangfrage? Soll ich rausgehen und sie für dich suchen? Nein, schon gut. Ich kenn sie. Du darfst mich nicht verunsichern. Ich bin zwar knallhart, aber auch sensibel. Okay, alles klar. Kerl, hast du kurz Zeit? Ja. Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl. Selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Oh, jetzt hör mal zu. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ja, jetzt plötzlich. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sehr, ich... Vielen Dank. Es war wichtig. Versteckt sich Grease? Sieht ganz so aus. Kein Wunder.
Datomir ist nicht gerade nett zu Fremden. Cordova muss dir etwas über diesen Ort gesagt haben. Eine Erklärung, warum er hergekommen ist. Meinst du, er war damals klarer im Kopf als in den Logs, die er zurückgelassen hat? Er war ein kluger Mann, aber er hatte die Antworten noch nicht gefunden. Jetzt müssen wir diesem Weg folgen. Okay. Ja, gut. Also, manchmal sind die Gespräche ein bisschen anstrengend, sag ich mal. Also, vor allem Karl. Aber, naja, egal. Das passt schon. Das wird schon. Ah ja, hier sind ja die Spooky-Käfer, oder? Die sind irgendwie... Hey! Ups, Entschuldigung. Oh. Wo springt der hin? Ja, wo kommst du denn jetzt her? Hilfe, Billy! Oh Mann. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Gerade rechtzeitig. So, gut. Also, das ist immer noch rot. Aber da drüben geht's grün weiter. Okay, alles klar. Tschüss. Sind die tot? Hier rein? Ja, da rein. Oh, hallo. Hey, BD, siehst du mal an. Ich bin im schwarzen Poncho. Was ist es, BD? Sender. Naja, okay. Ist auch in Ordnung. Sind hier wieder die zwei, ja. Ein Feind! Wo bleibt dein Können? Ja, daneben! Brüder, helft mir! Du kannst nicht gewinnen, Fremder! Okay. Verliert ihn nicht aus den Augen. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Finde ich auch. Ich werde dich treffen. Du musst dich schon mehr anstrengen. Okay. So. Ah, ja, genau, das war das, was von der anderen Seite. Genau. Verschlossen ist. So, ich ruhe mich aus. Und hab dann alles wieder. Ich sehe Bewegung. Eine Bedrohung von uns. Da! Ganz schlecht! Danke.
Halt. Brüder, bleib standhaft gegen ihn. Komm wieder her! Erledigt den Eindringling. Sie braucht es nicht mehr. Ich werde sie alle hacken. Deine Taktiken sind sinnlos. Nein, nicht schlecht. Also von mir schlecht, aber von ihm nicht. Gut. Ah ja, genau, jetzt kann ich da hinten, wo ich vorher nicht kam. Genau, da war ja dieser komische Krauts. Hi. Nicht stürzen. Du weißt nie, was du in den Tiefen von Datum hier findest. Ja, den Tod. So. Boah, ich bin so gespannt. Brüder, ein Fremder. Ich verstehe. Schlagt richtig zu, Brüder. Macht ihn fertig. Er ist sehr schwach. Noch ein Stimm. Erledigt diesen Eindringling. Wir sind stark genug. Er hat recht. Ich konnte die Pfeile irgendwie nicht zurückwerfen. Warum nicht? Warum konnte ich die Pfeile jetzt nicht zurückwerfen? Ha. Na gut. Auf ein neues. Ja, schau, den kann ich zurückwerfen. Du kannst nicht gewinnen. Zurückwerfen, aber die anderen nicht. Das ist sehr komisch. Also ich probiere es nochmal. Vor allem mit den Doppellichtschwerden müsste es ziemlich einfach sein. Hä? Der ist jetzt weg. Jedi! Der Jedi! Ich hab dich verstanden. Erledigt den Eindringling! Schnell, aber nicht beeindruckend. Ah, ich hab's. Bereite dich auf den Tod vor. Nur ja, richtig Bescheid gemacht. Na gut. Dann tut es mir leid. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Nur mit Ausrüstung, ja. Juhu! Puh, wie haben wir das geschafft? Naja, überall gibt's ja Rutsche. Was. So, und jetzt? Nach da, oder was? Und dann von da? Hä? Ja, Tobi. Vielleicht nimmst du die Kletterpflanzen, die undeutlich markiert sind. Hm? Aber Entschuldigung. Ah, praktisch, dass hier ein Seil ist. So. Ja, gut, dass hier ein Speicherpunkt ist. Sehr schön. Wir brauchen nicht auszuruhen, wir haben nichts verbraucht.
Das ist krass. Also hier einfach so Türen abzustellen. Oh. Achso, da kommen wir gar nicht hin. Was ist denn da? Ah, da ist ein Tor. Wahrscheinlich auch wieder von der anderen Seite zu öffnen. Abgeriegelt. Mhm. Okay. Da bin ich ja instinktiv richtig gegangen. Hoppa! Du gehst keinen Schritt weiter! Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Oh nein. Bekommen ihre Rache. Hi. Hallo. Na, zum Glück waren es nur drei. Unerbittlich, sprungfähig und extrem aggressiv gegen Ziele, ja, greifen in Schwärmen an. Lass dich nicht umzingeln. Ja doch, also, ich habe ja einen Skill dagegen. Gut. Die mag uns nicht, ich weiß nicht warum. Also ich mag uns auch nicht. Noch mehr Untote! Aber krass. Verlasse diesen Ort. Aber krass, dass er den Skill hat. Also, das hast du ja eigentlich nur die große Mutter. Also bei den Klonkriegen jetzt. Ah, das ist so einer. Wir gehen nie vor euch auf die Knie. Machtkampf. Wer auch immer der Fremde war, er hat den Anführer der Brüder der Nacht getötet. Ich glaube, das war der Wanderer. Sorry, seit Diablo bin ich... was war das? Ah, hi. Na, wie geht's dir? Kann ich da durchlassen? Nee. Gut. Warte mal. Zum Glück habe ich den Skill gelernt. Finde ich richtig cool. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Hä? Du? Hä? Oh! Boah, du Penner! Das machen wir doch nicht.
So, fertig. Du bist für ihren... Wie schafft's diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt 10? Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Ach so, die. Ja, hoffentlich erfahren wir es nicht. Ja, ja. Wie viele Krabbler hast du heute gesehen? Ganze Schwärme. Wir sollten in Deckung gehen. Was seid ihr? Auch zu. Ja, nice. Ah, das ist die Abkürzung. Gut, dann aktivieren wir kurz mal die Abkürzung. Und ja, dann schauen wir später, was wie es weitergeht. Dann öffnen wir noch kurz die und los geht's. Box. Und die. Oh, du hast was gefunden. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.